Mein nächster Gast ist eine der besten deutschen Moderatorinnen. Sie präsentiert regelmäßig in unserem geliebten ersten deutschen Fernsehen die wunderbare Sendung Inas Nacht. Sie ist auf Tour, ist eine wundervolle Sängerin und ich bin sehr stolz, dass sie den Weg von Hamburg nach Berlin auf sich genommen hat. Nur für unsere kleine Satire-Show. Bitte begrüßen Sie mit einem warmen Applaus Ina Müller. Ina, hui. Willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin laut, ne? Also generell im Leben, aber im Moment sehr laut. Aber das liegt an den Monitoren. Wir haben die Monitore extra laut gemacht, damit du das Gefühl hast, laut zu sein. Verstehe. Wir dachten, du brauchst das. Aber es ist gut. Schön. Na? Bist du hier schon mal aufgetreten im TV am Kanzleramt? Also ich bin in Berlin sehr häufig im Spiegelzelt aufgetreten, in der Bar jeder Vernunft. Und dieses Zelt gibt es baugleich oder gab es lange in Hamburg als fliegende Bautenzelt. Und auf Sylt, wo ich überhaupt angefangen habe, mein erstes Lied zu singen, war es das Meerkabarett. Das gibt's bis heute. Kennst du das noch? Da bin ich bis heute. Aber jetzt ist es in einer Abfüllhalle. Ja, das muss man nicht Abfüll. Abfüllhalle. Ja. Das heißt, nebenan werden Wasserflaschen gefüllt, werden wir versuchen, Kunst zu machen nebenan. Richtig. Das ist und es ist nicht annähernd so schön wie so ein Zelt. Das ist ein sehr strange Gefühl. Man ist auf Sylt und denkt, wow, wenn es da Kabarett gibt, das muss ja irgendwie, du badest sozusagen in Champagner. Nein, du bist einfach neben einer Abfüllstation der Syltquelle. Es klötern die Flaschen, während du versuchst, sie davon zu überzeugen, dass es witzig ist, was du machst. Richtig. Und du verstehst plötzlich, warum so viel Syltquelle in deiner Garderobe steht. Genau. Einfach, weil es nebenan abgefüllt wird. So simpel ist das. Ja. Ina, wir haben einen kleinen Film über dich gemacht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Wo sehe ich den? Das ist immer ganz wichtig. Ist, bin ich das? Ach, das war witzig. Oh. Danach unbedingt rauchen. Oh Gott. Ina Müller, 52 Jahre alt, geboren in Köhlen in der Nähe von Cuxhaven. Dem Teil Niedersachsens, der so verlassen ist, dass man auch morgens nicht sagen kann, wer abends zu Besuch kommt, einfach weil keiner kommt. In den ersten 6 Jahren wuchs Ina Müller nur mit Plattdeutsch auf. Das Risiko war also groß, dass sie sich in die abgeschlossene Parallelgesellschaft ihres Dorfs zurückzieht und später einen Shitstorm nach dem anderen entfacht, um dann als prekäre Kandidatin hier zu enden. Stuhl abschneiden, das kann ich. Der Teigner von früher hier, ihr wusst, wie das geht. Sie ist also ein Beispiel gelungener Integration, obwohl es lange nicht so aussah. Nach der Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin reiste sie zunächst in den Kaviar- und Austern-Dschihad nach Sylt. Dort arbeitete sie als Apothekerin. Beobachter meinen, dass sie bestimmte Substanzen von damals bis heute konsumiert. Glücklicherweise gelang ihr im Alter von 28 Jahren die Flucht von der Insel. Eine Schlepperbande, getarnt als Autoreisezug der Deutschen Bahn, brachte sie gegen Zahlung einer bis heute unbekannten, aber unverschämten Summe aufs Festland, wo sie zusammen mit ihrer Kollegin Edda Schmidtgard als Queen Bee in runtergekommenen Kleinkunstbühnengarderoben vor sich hinschimmelte, ehe ihr der große Durchbruch gelang. Wenn die Intendanten tief schlafen, moderiert sie die lustigste Talkshow des deutschen Fernsehens, wo sie den Migrationsanteil der Moderatoren aus dem Geestland um 100% von 0 auf 1 erhöht. Es muss bei mir nicht immer versaut sein. Zwischendurch ist ganz schwer. Wir freuen uns auf die Barbara Schöneberger für Leute, die mehr als 0,1 Prosecco mit O-Saft vertragen. Hier ist Ina Müller. Ach toll, wie viel Mühe ihr euch macht. Diese ganz alten Bilder, die machen ja was mit einem, ne? Was machen die mit dir? Ich weiß es gar nicht. So ganz kurz innehalten und denken, oh Gott, es ist so lange her. Warum hast du von Bauer sucht Frau Ausschnitte genommen? Das beleidigt mich. Nein, der Witz besteht doch darin, dass ich sage, wenn du da nicht entkommen wärst, dann wärst du unter Umständen dort gelandet, weil du dann vielleicht dort verendet wärst, wo du herkommst. Ja, das habe ich ganz konkret abgesagt. Bauer sucht Frau? Ja. Man hat dich angefragt als Moderatorin? Naja, wie es halt so ist im Fernsehen. Daraufhin habe ich ja mit meiner Sendung Land und Liebe dann aufgehört, die im NDR lief. Also du solltest sozusagen Ilka Bause werden? Ja. Was, sind die bescheuert? Das weiß ich nicht, aber man kam, glaube ich, drauf, weil wenn ich irgendwo durch die Gegend lief, hieß es immer, oh Gott, Ina Bauer, Ina Bauer. Ich war immer Ina Bauer.
was wahrscheinlich die Mischung aus Inka Bause und Ina Müller war. Ja, so denken die bei den Privaten. Und dann habe ich auf den Tüten und auf allen Dingen auch immer mit Ina Bauer und so unterschrieben. Tatsächlich? Meinst du, man hat dich wirklich auch mit Frau Bause in Verbindung gebracht? Ja, oder? Verwechselt und natürlich durch Bauer sucht Frau, Bauer verkuppeln, dadurch natürlich Ina Bauer. Ja. Das war die Assoziation. Und dann dachte ich, ich muss sie raus. Ich hätte gedacht, die nehmen dann eher Gabi Bauer, weil sie so weit gar nicht denken. Nein, ich glaube, mit Gabi Bauer hat man mich nicht in Verbindung. Nicht dich, schlau. Aber vielleicht Ilka Bause und sie. Aber dann bist du nicht zu RTL gegangen, was eine sehr gute Entscheidung ist. Deshalb bist du hier. Aber du kommst aus dieser Gegend in der Nähe von Cuxhaven. Du bist von 5 Kindern das Vierte. Was würdest du sagen, inwieweit hat dich das geprägt? Also was ist die Position des Vierten unter 5? Man weiß ja nie, was passiert wäre, wenn alles anders gekommen wäre. Man weiß es nicht. Ich weiß nur, wir waren 5 Mädchen, es war schwer, weil du immer alles teilen musstest und es wurde viel gekloppt und gehauen. Es war in der Provinz, es war nichts los. Wir standen eigentlich Monate, Jahre lang nur im Laufgitter hinten auf der Wiese. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Aber man wurde damals als Baby rausgebracht, ins Laufgitter gestellt, es passierte nichts. Und dann wurde man abends wieder reingeholt. Ja, aber das war normal. Dann werde ich heute gefragt, ja, was hat das mit dir gemacht? Das weiß ich eben nicht. Vielleicht war es gut, vielleicht auch nicht. Manchmal kam so eine Kuh vorbei. Irgendwie, das war für uns schon crazy. Aber das war halt nichts Dolles. Wir sind doch die Generation jetzt unter uns, die so in meinem Alter sind, so die kurz Ü und etwas. Die Anfang 30-Jährigen, meinst du? Die Anfang 30-Jährigen. Wir sind doch die Generation Augenpflaster, weil es so langweilig war damals, dass wir anfingen zu schielen. Ich weiß noch, ich stand in diesem Laufgitter und hatte mal ein Auge rechts, ein Auge links, weil es so öde war. Aber meinst du Manche hatten sogar 2 zur gleichen Zeit 2 Augenpflaster. So langweilig war es bei uns. Aber meinst du nicht, dass diese Herkunft aus, sagen wir mal, dem ländlichen Raum, um es mal vorsichtig zu sagen, eine der besten Voraussetzungen, wenn nicht eine notwendige Voraussetzung ist, um später Kunst oder im speziellen Komik zu machen? Viele Kollegen kommen ja aus dem ländlichen Raum. Also ich höre am häufigsten höre ich den Messdiener, dass der später auf die Bühne geht und Witze macht. Den gab es bei uns nicht, weil alles sehr protestantisch war. Ja. Ob auch das Landleben uns dazu gehört, weiß ich nicht. Also ich weiß es eben. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich wollte jedenfalls unbedingt Einzelkind sein und meine Mutter sollte Lehrerin und mein Vater irgendwas anderes Tolles sein. Und ich wollte ganz viele Spielsachen haben und dass mal was los ist. Das gab es alles nicht und vielleicht ist es gut so. Wahrscheinlich ist es gut so. Wie bist du denn aufgewachsen? Du warst Einzelkind, oder nicht? So. Absolut. Ja, ich war Einzelkind. Kann also auch funktionieren. Bist du katholisch? Nein, ich komme auch aus einer protestantischen Gegend, aus Lörrach an der Grenze zu Basel. Auch aber schlimm. Auch. Ja, oder nicht? Also, ja, natürlich, natürlich. Glaubst du wirklich, dass es immer so viel mit der Herkunft und nicht doch so ein bisschen was mit Zufall plus eine Prise zur richtigen Zeit plus ein paar Förderer, die um dich rum sein müssen? Dann darf man nicht vergessen, es muss ja auch ein Publikum geben, die sagen, oh, die mag ich irgendwie. Ja, oder? Ohne Frage. Aber, und wenn das alles zusammenkommt, dann klappt das irgendwie. Und es ist scheißegal, ob du aus Köln oder aus Lörrach kommst. Unbedingt. Aber ich glaube, es macht schon was aus. Weil also mindestens bei mir war es so, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich unglaublich rebelliert habe gegen alles, was da war, wo ich herkam. Und ich fand es einfach prinzipiell scheiße. Und ich wollte in die Großstadt, wollte raus, ich wollte weg. Ich fand die Leute provinziell, ich habe denen auch total Unrecht getan. Genau, das machen aber ja viele andere auch. Und aber die gehen ja nicht auf die Bühne, sondern werden dann Polizist in der Davidwache in Hamburg. Also man kann ja auch Schnauze voll haben und man geht dann nicht auf die Bühne. Natürlich, ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen das immer so ein bisschen als Unterhaltungsthema. Ja, ich komme vom Dorf, mir war so langweilig, dann habe ich gedacht, ich gehe mal auf die Bühne. Aber so ist es eben, glaube ich, nicht. Es hat sich zufällig so ergeben. Lass uns über die Tatsache reden, dass du Männer häufig gerne mit ansprichst mit Na Kleines. Oh. Ist dir das unangenehm? Das ist mir sehr oft begegnet. Ich habe viel über dass dich ich das sage? Ja, also noch nicht zu mir, aber ich habe da häufig ich warte noch drauf. Ich habe eigentlich gedacht, dass du mich so begrüßt, aber habe ich das vorhin hinten nicht gemacht? Nein, wir haben uns hinten begrüßt und du also hast mich die Großen begrüße ich ja am liebsten mit Kleines, wenn ich ehrlich bin. Bin ich dir zu klein? Manchmal sind welche aber auch richtig klein. Klaus Meine war da von den Skorpionen. Ich sage Kleines und das war mir dann sehr unangenehm. Es fällt mir aber gar nicht auf. Ich meine das nie in Bezug auf Größe und wenn sie klein sind. Das habe ich auch gar nicht so verstanden. Es schrieb nämlich auch ein Journalist, der ein Porträt über dich machte, der dich hinten irgendwie an der Garderobe abholte und das erste war Na Kleines. Und ich habe das auch gar nicht auf die Größe des Mannes bezogen, sondern einfach auf die Tatsache, dass er ein Mann ist und dachte, ich frage mal psychologisch präzise nach, welchen Grund gibt es für eine Frau, Männer
fast prinzipiell ich weiß es nicht. Na, kleines anzusprechen. Ich glaube, ich mache das seit 20 Jahren und ich glaube, es na du könnte ich auch sagen. Ich na, weiß nicht, was das geiler. Soll. Vielleicht soll das direkt am Anfang eine Verkumpelung sein oder eine kleine Provokation, wo der andere schon mal denkt, wie ist die denn drauf? Oder irgendwas. Ich weiß es nicht, warum ich es tue. Es gibt doch so Übersprungshandlungen. Aber jetzt, wo du es sagst, werde ich jedes Mal, wenn ich na kleines sage, denken, ach nee, ist doch scheiße, man kann doch nicht jeden kleines nennen eigentlich. Du solltest nur auf die Körpergröße der Männer achten und ich würde es prinzipiell... Was würdest du denn denken, wenn ich dich zum ersten Mal sehe und sage, na kleines, was würdest du denken? Ich würde es zunächst mal als eine klassische Ina-Müller-Irritation wahrnehmen und denken, wenn die das nicht machen würde, wäre sie nicht Ina Müller. Also ich würde bei dir mit allem rechnen, nur nicht damit, dass du nie irgendwas Normales sagst. Deshalb war ich vorhin so irritiert, als du einfach nur Hallo gesagt hast. Also lassen oder machen? Machen. Okay. Aber ich empfehle dir, mach es bitte nur bei sehr kleinen Männern, weil die haben es nicht anders verdient. Ja. Ja. Sehr kleine Männer, das muss man an der Stelle mal sagen, sehr kleine Männer sind der absolute Albtraum, wenn du auch nur 5 Zentimeter größer bist als sie. Und wenn sie dann noch in Führungspositionen angekommen sind oder sich dahin gekrabbelt haben auf irgendeinem widerlichen Weg, es ist wirklich die Pest. Ja? Es ist häufig so, ich muss dir leider recht geben, es ist häufig so. So. Oder? Ja, ja. Und wir schränken das jetzt nicht politisch korrekt ein, so von wegen, natürlich wissen wir, es gibt auch total nette kleine Männer. Nein, die gibt es einfach nicht. Punkt. Ich glaube, die Großen haben es einfach von Pubertät an ein bisschen leichter. Die wirken immer ein bisschen ruhiger, größer. Die konnten sich immer langsamer bewegen. Die fielen schneller auf, weil sie wie Leuchttürme zwischen den anderen hervorragten. Und der Kleine muss halt immer so ein bisschen wie so ein Terrier sein. Ah, ich bin auch da, ich bin auch da. Der muss immer ein bisschen lauter und ein bisschen schneller sein. Und also alles muss schneller und lauter und so gehen, aber das um überhaupt aufzufallen zwischen all diesen Leuchttürmen, die so groß sind. Ja. Die so rumlaufen und kein... Und das Problem ist, dass, wenn du relativ groß gewachsen bist, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, du wächst in einer bestimmten Phase der Pubertät relativ schnell und die Gefahr ist groß, dass du das Gefühl für deinen Körper verlierst, wenn du es denn jemals hattest. War es bei dir so? Gab es so eine Leuchtturmphase, wo mir schwindelig, ich wachse so schnell? Total. Oder und so. Ich finde, es gab so ein Alter bei mir, so 13, 14, dann bin ich wahnsinnig schnell gewachsen und dadurch habe ich völlig das Körpergefühl verloren und ich bin deshalb immer so ein bisschen rumgelaufen, als hätte ich keine Arme, keine Beine. Ich habe das auch alles gar nicht an mir wahrgenommen. Ich musste mir das später alles zurückerobern. Das geht relativ vielen Menschen so, die relativ schnell groß gewachsen sind und dann mit dem Wachstum nicht klar. Aber du bist glücklich mit deiner Größe. Ich bin sehr glücklich mit meiner Größe. Ja. Denn wäre ich 1,60, wärst du heute Abend nicht gekommen. Wirklich. Ich muss aber auch sagen, dass ich manchmal, wenn ganz kleine Männer reinkommen zu Gast in die Sendung, dass ich mich dann auch so ein bisschen krummer und ein bisschen kleiner mache, weil mir das selber unangenehm ist. Das muss ja furchtbar gewesen sein mit Gregor Gysi. So, war ja noch nicht da. Der war noch nicht da? Nee. Hast du noch nicht eingeladen oder will der nicht kommen? Weil wenn du dann so 14 Zentimeter, sag ich mal, oder so anders, dann bist du natürlich auch, eigentlich ist man wahrscheinlich gleich groß, aber durch die 14 bist du halt 14 größer. Und dann ertappe ich mich dabei, wie ich mich ein bisschen kleiner mache, um ihm etwas Selbstbewusstsein zuzuspielen in dem Moment. Sagen, hab keine Angst vor mir. Man könnte auch sagen, na kleines, und drückst ihn erstmal drück sie erstmal gegen die Brust. Aber dann musst du ihn noch hochnehmen, damit er zur Brust kommt. Aber das ist doch tatsächlich ein spannendes Phänomen. Du sprichst ja gerne über Männer und Frauen und hast oft bekannt, dass du dass du empfiehlst, nicht mit einem Partner zusammenzuziehen. Ja. Du selber lebst auch nicht. Monogam. Monogam, alleine, aber glücklich. Du lebst nicht monogam, alleine? Ich lebe monogam, alleine. Ach so, ich habe nicht monogam verstanden. Wie kam es? Es muss in mir gewesen sein. Das muss in dir ein Wunschgedanke gewesen sein, aber es ist monogam. Also monogam, alleine und rätst auch ab, zusammenzuziehen. Was ist der Vorteil, wenn man nicht mit dem Menschen zusammenzieht, mit dem man zusammen ist? In den Blumen legt sie in die Beine voll wurstig aus, das konnte man hinten gar nicht sehen. Es sieht super aus. Hinten war so, oh toll. Deine Beine können gar nicht wurstig aussehen. Sie können gar nicht wurstig aussehen. Weil es auch schon so spät ist und dann füllen die sich immer schon. Entschuldigung, mal, bei deiner Sendung ist viel später. Aber da sind die hinterm Tresen. Ja, aber du läufst doch auch rum. Ja, komm her. Ja, komm, hier ist, komm einfach ein bisschen noch da. Komm einfach ein bisschen näher. So, das ist schön. Da freue ich mich. Das war's dann mit der Monogamie, Schatz. So fühle ich mich wohl. So fühlst du dich wohler? Ja, ich finde, es ist nicht schön, so mit
so da vorne. So. Viele Gäste wünschen diese Distanz. Also nicht angenehm, ja? Ja, deswegen haben wir das. Ist egal, ich kann das gut haben, Kleines. Ja. Ich auch, Baby. Also du wolltest was zum Zusammenziehen. Ja, also, ich habe alles ausprobiert in meinem Leben. Alles? Jetzt, was davon ich, wir sprechen über das Zusammenleben. Nicht, so. Du bist schon wieder beim Sex, da bin ich noch gar nicht. Nee, aber nee, machen wir Schritt für Schritt. Man muss langsam vorgehen. Ja, ich weiß. Ja. Alles ausprobiert, zusammenwohnen, nicht zusammenwohnen, getrennt, aber trotzdem zusammenwohnen. Also irgendwie gab es alles. Und habe die Form, in einer Beziehung zu sein, in einer Stadt, aber nicht zusammen in einer Wohnung, für die beste irgendwie jetzt empfunden. Warum? Für mich. Aber jeder muss ja seine Lebensform finden. Das klar, wir wollen nicht relativieren, alle kleinen Nein. Männer sind scheiße, zusammenziehen auch. Nur warum ist dieses Modell in einer Stadt, aber nicht zusammen in einer Wohnung, warum ist das Beste? Weil es nicht so schnell abnutzt, die Liebe nutzt nicht so schnell ab, man hat mehr Zeit für sich. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen Gedanken nie haben möchte im Leben, dann ist es der, oh Gott, hoffentlich haut der bald ab oder hoffentlich geht der heute noch mal raus. Oder wenn man sich wünscht, dass der andere weggeht, den Gedanken finde ich sehr übel. Und das wollte ich nicht mehr. Hattest haben. Du das mal? Ja. Das kennen wir doch alle, Mädels, dass man denkt, oh bitte, ich will mir noch die Nägel lackieren, ich will noch dies, noch das. Es ist nur noch so ein bisschen Wein da, den säuft er dann wieder aus. Hoffentlich geht der heute noch. Man will das für sich haben. Waren diese, sind das alles? Curvy-Models gucken schön um 7:45, dabei ein bisschen malen und so. Freunde nochmal telefonieren. Sind das alle Situationen, die du kennst aus der Zeit, als du auf Sylt im Reihenhaus gewohnt hast? Egal, wo ich war. Aber du hast doch im Sylt mit deinem Freund in einem Reihenhaus. Auf Sylt, in Westerland. Du darfst mir auf die Hand hauen, ich finde es ein bisschen geil. Wirklich? Irgendwie muss ich doch die Überleitung zum Sex kriegen. Du hast auf Sylt, also das in Westerland, auf dem Reihenhaus gewohnt. Genau. Im Reihenhaus. Wieso gleich Reihenhaus? Das hat sich so ergeben. Das war einfach so. Es gab wahrscheinlich nur das Reihenhaus und wir wollten zusammenziehen. Und dann wart ihr da. Und dann hast du irgendwann gedacht, scheiße, ich will mir die Nägel machen und der geht nicht und der kann noch nicht mal die Insel verlassen. Ja, der war zum Glück Arzt und hatte immer Notdienste, was ganz schön war. Ah. Und da konnte ich das Nägellackieren anpassen, den Notdiensten anpassen quasi. Da musstest du auch manchmal auch nachts um 3 dann Nägel lackieren. Nee. Hast du gedacht, scheiße. Notdienst hieß immer in der Klinik übernachten und nicht da sein. Das war ja eine kleine Insel mit einer kleinen Klinik. Das war ganz gut. Ja. Und dann ist er zum Notdienst gegangen und du hast gedacht, ah geil, endlich ist er wieder weg. Genau. Hoffentlich noch 3 Herzinfarkte. Wie wir es alle machen. Oh schade, musst du schon wieder weg. Tschüss. Oh. Ihr seid so ein verlogenes Geschlecht. Es gibt ja auch schöne Momente. Ja. Es gibt ja auch schöne Momente. Natürlich, ja. Aber auf Sylt ist es natürlich super, wenn der Notdienst hat, sind ja nur Notfälle. Entweder es säuft einer ab oder es verreckt wieder Deswegen einer. Deswegen hatte ich mich für Sylt entschieden. Lass uns noch ein paar Worte, bevor wir ein kleines Spiel mit dir machen, über deine wunderbare Sendung sprechen, Inas Nacht. Ich hatte neulich die Ehre, da zu sein. Es ist wirklich eine wunderbare Sendung. Du hattest ein bisschen den Nachteil, du warst der zweite Gast und du hattest schon die Möglichkeit vorher mit all den anderen Gästen, die noch hinten saßen. Es ist ja mal eine große Party noch hinten. Das muss man erklären. Vor einem großen Bildschirm. Genau. Und zwar, das wird aufgezeichnet. Du hast schon gebechert, glaube ich, ne? Nein. Ich hatte zu viel Cola getrunken und das hat man dann gemerkt. Dadurch war ich ein bisschen aufgedreht. Was trinkt man bei dir? Nicht so. Was möchtest du haben? Möchtest du einen Weißwein haben? Das wäre doch bei mir nicht passiert, oder? Was denn? Ich habe gar keinen Kasten vorher gehabt in deiner Sendung. Ein Kasten Bier haben wir dir direkt hingeschoben. Siehst du? Der hat gebechert Hast vor deiner Show. Hast du es aber nur vergessen oder trinkt hier keiner? Hier trinkt keiner. Und du trinkst so an so einem alten Leitungswasser. Du hast auch noch nichts? Und ich muss gleich noch singen. Enno ist Mucker, der kriegt gar nichts. Das ist eine ganz klare Hierarchie hier. Was magst du trinken? Irgendein Bier? Nee, ein Bier. Irgendein Bier. Das Beste, was wir haben. Ja, das beste Bier. Wir sind in Berlin, deshalb Stuttgarter Hofbräu, bitte. Ja, super. Ja, also es ist wirklich sehr schön. Es ist im Schellfischposten. Es ist winzig klein, da sitzen 15 Leute drin. Und nebenan wird ein großer Screen, so ein Flatscreen aufgebaut. Und da sitzt man zusammen und guckt zu. Und das Ziel... Was hast du? Wieso lenkt Hätte Enno ich ab? Das bringen sollen? Oder was? Oh. Enno hat dafür... Warte, nein, ich mach das für dich. Bitte, bleib sitzen, Schatz, bitte. Das geht doch nicht. Jetzt. Du kannst doch nicht loslaufen. Ich mach das für dich. Komm, ich nehme dir das ab. So viel Zeit muss sein, wirklich. Wir machen heute auch keine Pause, wir machen einfach durch. Ich hätte es mir auch geteilt mit dir. Bitteschön. Danke.
Und siehst du, der Einzige, der beim Wasser bleibt, ist der Moderator. Zum Wohl. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do? Drunken sailor early in the morning. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises. Hooray, and up she rises early in the morning. Nee. Und sie hat noch gar nichts getrunken. Nee, aber jetzt. Jetzt, zum Wohl. Verstehst du jetzt, warum man sich betrinkt, bevor man in deine Sendung geht? Ja. Ich meine, um das Level zu halten, musst du vorher trinken. Ja, ja. Das geht überhaupt nicht anders. Ja, ja. Und dann sitzt man da hinten zusammen und dann trinkt man da zusammen. Und dann ist ja der Punkt vor allem, du musst einfach Strulle in diese Sendung gehen, wenn du als zweiter Gast da bist. Denn, was keiner weiß ist, die Sendung dauert 4 Stunden Nein, in der Aufzeichnung. Nein, 2,5. Es ist einfach nicht wahr. Es sind 4 Stunden. Also, bei mir waren es 3. Sie dauert 3 und davon ist eine halbe Stunde Umbaupause für die Bands, die wir haben. Ja und? Ja und das heißt 2,5 Das heißt ja nicht, dass du da nüchterner wirst in der Zeit. Ne, das stimmt. Ja, eben. Und es ist wirklich Wahnsinn. Und dann kommt man als zweiter Gast und dann ist man ein bisschen... Hat man schon verloren. Ist man ein bisschen, so kann man sagen, ist man ein bisschen aufgedreht. Ne? Und wieso war ich dir so aufgedreht? Überhaupt nicht. Es war sehr, sehr gut. Mir hat das viel auch Mir viel hat Spaß der Abend sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Das freut mich. So wie heute. Ja. Ach Schatz, das ist so schön Kleines mit dir. Jetzt machen wir ein kleines Spiel zum Schluss. Ja. Und zwar... Ich mag Spiele. Ich weiß. Bei dir muss man auch Spiele machen. Nein, überhaupt nicht. Bei mir wird nicht gegessen, bei mir werden keine Spiele gemacht. Wir saufen nur und reden. So. Wirklich. Und hier wird nicht gegessen, nicht gesoffen, dafür geredet und Spiele gemacht. Ist doch geil. Ja. Du sollst doch auch mal was Neues kennenlernen. Also, wir machen ein Spiel mit dir. Wir haben ihm den Namen gegeben. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ina Müller. Das bist du. Wir haben ein Foto gefunden aus der Zeit, als du Apothekerin warst. Was habe ich denn wirklich? Das bin ich nicht. Das bist du. Du hast nur diesen schönen weißen Kittel nicht an. Den haben wir Wollte dir drauf. Wollte ich doch sagen. Ich habe nie so ein blaues Ding. Hast du kurz überlegt, ob ein Ding will ich wissen. Ist es mein Hals? Ja. Nee, das ist nicht. Nee, nein, Kleines, haben wir drauf gemacht. Ist der von Barbara Schöneberger. Mach dir keine Sorgen. Ich wollte schon sagen, der Hals kommt mir bekannt vor, aber es ist nicht meiner. Richtig. Es ist der von Bettina Tietjen. Jetzt aber haben wir es endlich. Guck mal, die Hände ist sogar mein Nagel. Ja, es bist doch du. Nur der Hals, den haben wir ersetzt. Da haben wir einen genommen, mit dem wir dich ein bisschen provozieren können. Den Hals finde ich schon hart. Aber weißt du, was machst du denn? Musst du eine Sendung machen und gehst mit so einem Hals dann da rein, weißt du? Dann genau. Das Spiel, das wir mit dir machen wollen im Übrigen, ist folgendes. Du bist ausgebildete pharmazeutisch-technische Assistentin. Ja. Du hast auf Sylt in einer Apotheke gearbeitet und auf dem Reihenhaus gewohnt mit Reetdach. Und wir haben uns gedacht... In Sylt auf dem Reihenhaus. Genau, auf Westerland drauf. Und da haben wir uns gedacht, wir machen folgendes Quiz mit dir. Enno wird dir, weil ja deine zweite Leidenschaft neben der Medizin Musik ist, Songs vorspielen. Es sind Songs, die du vielleicht kennst, aber die Texte haben nichts mit den Songs zu tun. Und rückwärts auch noch oder alles sondern die Texte sind Packungsbeilagen von Medikamenten, die es in der Apotheke zu kaufen oder auch rezeptfrei gibt. Das singt sich auch total einfach. Ja? Muss ich noch raten, ob es rezeptfrei oder rezeptpflichtig ist? Nein, musst du nicht. Du musst nur das Medikament, den Song und den Interpreten erkennen. Anhand der Packungsbeilage. Ich dachte schon, nee, nimm den hier. Den brauche ich noch, sonst weiß ich nicht, wer als nächster Gast kommt. Und wie er heißt. Und wie er heißt denn überhaupt? So. Enno, toi, enttäusch Achtung, mich nicht. Es geht los. Seltene Nebenwirkungen, Störung oder komplettes Fehlen der Geschmackswahrnehmung. Sehstörungen wie verschwommene Sicht, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Gewichtsschwankungen, erhöhte Körpertemperatur, Schwellung an den Gliedmaßen, Depression. Aber das gilt für jedes zweite Medikament, was ich da höre. Deswegen machen wir es. Sag mal, Anwendungen, wann es angewendet wird. Bist du da schon? Wir brauchen irgendwie wenigstens das Anwendungsgebiet. Das machen wir erst. Ja. Das Aussehen. Machen wir erst nach Mitternacht, die Anwendung. Erhöhte Bilirubin und Fettwerte im Blut. Vergrößerung der männlichen Brust. Hohes Fieber. Die Pille. Irgendeine Pille. Die Pille, aber welche kann ich dir nicht sagen. Und Somewhere Over the Rainbow ist der Lied Song. Lied ist richtig. Und was noch? Interpret. War ich? Na. Ja, und Enno Bunger hat natürlich... Enno Bunger ist absolut richtig. Medikament? Die Pille, irgendeine Pille.
Nein. Es ist ein Östrogen, das östrogenhaltiges. Vollkommen daneben. Das Wirklich? Medikament heißt Pantoprazol. Halt, und das stopp, ist ein Säurehemmer. Blocker. Richtig. Es gibt die Binder und die Blocker und es ist ein Blocker. Richtig. Es Geil ist Binder und Blocker zusammen. Es ist bei Magenschleimhautentzündungen genau. wird es angewendet. Omeprazol. Ja. Das ist wirklich, das ist ein Thema auch für unser, Radio 1 Publikum. Krankheiten immer gern genommen. Aber ich liebe ja diese Sendung. Bei uns im NDR heißt es Visite und Abenteuer. Hier heißt es Satire. Und Abenteuerdiagnose. Oh Gott, ja. Ich liebe das so. Somewhere Over the Rainbow. Ich dachte immer, es ist von Marusha. Ich habe das immer nur zugekifft von ihr gesehen. Aber was? Es ist offen. Kennst du nicht die Version für diese Techno-Version aus den 90ern von Marusha? Somewhere Over the Rainbow? Nee, da habe ich schon gearbeitet. Muss ich mal das Video angucken. Da bist du bekifft, wenn du nur das Video siehst, wenn sie da durchs Bild tanzt. Musst du gar nichts genommen haben. Es gibt doch eine Rubrik immer in diesen Waschzetteln, wie wir sie immer genannt haben. Eine Rubrik, die dann einfach Anwendungen beschreibt. Die Nebenwirkungen sind ja fast immer gleich. Deswegen haben wir es gemacht, weil es dadurch schwerer aber ist. Kriegt und man von Pantoprazol kriegt man da Titten, der Mann? Das wusste ich nicht. Stimmt, ja, hat er gesungen. Als Mann, ne? Hat ein, also hat wenn ein, männliche Brust hast. Hat ein Kollege, aus dem Team lange Zeit eingenommen und seitdem hat er Brüste. Wirklich? Ja, absolut. Hier kommt Nummer zwei. Ich dachte, der Kollege. Nee, Nummer zwei. Eine Tablette A 50 Milligramm, eine halbe Stunde vor der geplanten Aktivität, so dass sich die Wirkung entfalten kann. Nicht öfter als einmal pro Tag, maximal 1-2-3-mal pro Woche. Halten Sie sich an die empfohlene Dosierung, wenn es nicht gut oder zu heftig wird. Dann melden Sie sich bei Ihrem Arzt. Also der Song heißt Blau und irgendwas mit Enzian und Heino. Richtig, das ist schon jawohl, mal klar. Schon mal erkannt, sehr Aber gut, richtig. Zwei, dreimal die Woche und wenn das nicht hilft, geht zum Arzt. Ne? Denk auch ans Alter. Ja. An den Heino. Ach, die blaue, die kleine blaue? Ja, richtig, woher Viagra. Woher wisst ihr denn, was da drin steht? Ja, entschuldige mal. Kann man das googeln? Wir sind auch nur Typen. Ach so. Wir sind auch nur Apothekenkunden. Ach, und da steht drin, nimm 1, 2, 3 die Woche und wenn es nicht hilft, dann aber zum Arzt. So sieht's aus, ja. Aber stell dir mal vor, du holst die Viagra, ein langer Prozess der Heimlichkeit und dann nimmst du sie an und es passiert nichts. Das muss so schlimm sein. Muss brutal sein, oder? Gibt's da schon was Geileres eigentlich? Also noch Stärkeres? Wieso guckst du mich so an? Nummer 3, los, mach weiter, Enno. Da habe ich einen eigenen Text für geschrieben, so viel Spaß hat mir das gemacht. Das ist meine persönliche Geschichte, ich erzähle ja immer nur wahre Sachen. Als Bühnenmensch, man erzählt immer nur wahre Geschichten. Gestern fiel ich vom Hocker und aua, mein Arm war ganz blau. Geh zum Doktor, der sagte mir, schmier dir das auf die Haut. Es kühlte so schön, fühlte sich an wie die Crème de la Crème. Doch plötzlich, der juckte und brannte es wie extrem. Voltaren. Hautausschlag, Ekzem, Hautrötung, Erythem, Schuppenbildung und Puritus. Hätte ich das nur vorher gewusst. Also Volare von Dingsbums, aber die Frage ist, um welche Creme, ich dachte erst Voltaren, dass du statt Volare Voltaren machst. Ist es Diazepam? Ratio, was ist es? Nee, das war schon der Flachwitz von mir. Es war Voltaren. Ach so, es war schon, habe ich das richtig geraten? Du hast es richtig geraten, das hat doch keiner gehört, aber jetzt wissen wir es. Die dritte also von drei Fragen. Also Diclofenac, Ratio ist Voltaren und das war's. Richtig. Voltaren. Voltaren und Volare, am Ende alles gewusst, sogar der Interpret ist im Zweifel Gypsy Kings oder es hat jeder mal gesungen, auch die Band, die zu Hause auf ihrer Hochzeit gespielt hat. Ich merke gerade, wie sehr mir die Apotheke fehlt. Siehst du? Ja, wirklich, können wir es wirklich vorstellen. Tütchen oder geht's so? Fehlt mir irgendwie. Geht so, Kleines. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ina Müller, meine Damen und Herren. Dankeschön, vielen Dank. Bitte bleib sitzen. Ina Müller. Achso. Dankeschön.